So, dann mal zum zweiten Teil. Ich habe ja gestern mal einen Taskkopf für ja, eigentlich 4 Euro irgendwas, also zwei Taske für 9,90 € mal auf den Frequenzgang mir angeguckt am Oszilloskop und habe heute mal einen etwas höherwertigen, also einen zweiten Taskkopf. Der sieht fast genauso aus wie der von gestern. Das hier hinten, der hintere, das ist da, das ist der günstige. Der hier vorne ist ein bisschen höherwertig. Der war, wenn ich mich nicht ganz, um die 60 Euro. Der vordere hier. Wo sie gleich aussehen. Und man kann sich mal angucken, wie die sich am Oszilloskopenbild unterscheiden. Ungefähr mal erstmal gleichnamig machen hier. Sekunde. So. Und jetzt zunächst mal der günstige Taskoff. Da sieht man die S-Kurve, die wir auch schon letztes Mal gesehen haben. Und jetzt der andere, muss nur einen guten Kontakt kriegen. Und ein deutlich anderes Bild. Man sieht, dass es, naja, nahezu horizontal bis zu 15 MHz, also bis zu diesem geriffelten mittleren vertikalen Strich ist. Da ist also die Frequenzantwort doch viel, viel länger noch. Fast konstant im Gegensatz zu diesen günstigen. Also man sieht da tatsächlich dann den Unterschied in Euros. Das Ganze ist natürlich hier auch dieser kleine Puckel, der sich nach oben ergibt. Ich versuche es mal anzuklipsen, ist mit einer Hand immer so ein bisschen schwierig. Sekundele. So. Da sieht man, dass es sich hier ein bisschen, ich mache es mal kleiner. Dass es so einen kleinen Aufwärtsschwung gibt. Hier sieht man es jetzt genauer. Das liegt einfach an diesem Drahtverhau. Also das ist alles andere als HF. Aber qualitativ, denke ich, kann man schon den Unterschied ganz gut sehen. Zwischen den beiden. Vorne wieder 0 Hertz bis hinten hin, 30 Megahertz. Bei 15 Megahertz ist es quasi noch unverändert, das Signal. Und hier ist es schon nach 3 Megahertz auf dem Weg nach unten. Hier sind es also bei 15 Megahertz jetzt bei minus 3 dB. Und hier, wenn ich es hinkriege, haben wir bei 27 Megahertz minus 3 dB. Also schon ein deutlicher Unterschied. Das ist halt der Unterschied zwischen einem etwas günstigeren Tastkopf und einem etwas höherwertigen Tastkopf. Ich habe auch noch einen Tastkopf, das heißt sogar zwei, die ich mit diesem Logic Analyzer, den ich jetzt nicht eingeschaltet habe, benutze. Den kann ich umschalten zwischen 50 Ohm und 1 Megaohm. Dieses alte Oszilloskop mal für ein paar Pfennig von Charlie Hart bekommen. Das ist halt 1 Megaohm, 25 Picofarad und fertig. Da müsste man im Grunde ja eigentlich auch nochmal 50 Ohm terminieren. Also dieser etwas teurere Tastkopf würde eigentlich noch besser wirken, wenn ich ihn hier mit einem 50 Ohm Durchgangsterminator versehen würde. Habe ich aber gerade nicht da. Aber ich denke schon, dass man klar sieht, bis hierhin fast gerade. Diese Wölbung kommt tatsächlich durch diese Verhau. Also man kann das mal gucken, wenn ich ein bisschen enger zusammendrücke, würde das auch flacher werden. Das sind also parasitäre Kapazitäten, die diesen Puckel oder auch Induktivitäten diesen Puckel bringen. Und wenn ich es ein bisschen so auseinanderziehe oder noch enger zusammendrücke, dann ist es fast schon gerade. So viel zum Unterschied zwischen 9,90 € für zwei Tastköpfe und 60 Euro für einen Tastenkopf. Man kann sich dann natürlich klar machen, dass wenn man in diese ganz High-End-Kategorie geht, die man im digitalen Elektronikbereich natürlich verwendet, um Reflexionen zu vermeiden und das Ganze, dass das Ganze noch ganz anders aussieht, dann reden wir nicht über 30 MHz, dann reden wir über 3 GHz oder mehr. Also das ist schon eine ganz eigene Liga. Aber für Bastler, die halt Kurzwellenhörer oder Amateurfunker, die sich neu einarbeiten, QAP. Es macht schon Sinn, wirklich ein paar Euro mehr auszugeben für einen Tastkopf,
hier in diesem Fall zumindest bis 15 Meter vernünftige Ergebnisse hat. 15 MHz vernünftige Ergebnisse hat. Ohne dass man sich viel Gedanken darüber machen muss, wo muss man linearisieren, wo muss man Ausgleichsrechnungen machen, wo muss man die Fehlerrechnung anders machen. Ich fand es eigentlich ganz eindrucksvoll zu sehen, wie stark sich diese unterscheiden. Danke auch Richie nochmal für den Hinweis, dass ich das mal probieren sollte. Billiger Tastkopf. Und. Ne? Zum Schluss wieder nicht mehr. Und etwas besserer Tastkopf, wenn ich es denn hinkriege. Also. Ja. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Viel Spaß beim Basteln, beim Messen, beim Vermessen. Nicht mehr viel Mist, Mist, viel Mist. Kennen wir ja. Viel Spaß beim Hobby. Bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss.